wieder kommen, der da gefahren sind, das war sicher mit Abstand das stärkste Publikumsereignis, was wir am Erzberg verzeichnen können, weil die Rallye-Szene und das tolle Auto und das ganze Umfeld dort natürlich schon einmal wieder was hergemacht hat. Ja, das war ein einmaliges Erlebnis. Das war also vom Aufwand schon enorm für die paar Minuten, wo das Rallye-Auto da am Berg raufgefahren ist. Bei der Organisation dieses sogenannten Motor-Clashes zwischen dem Kimi und dem Teddy waren vor allem neue Spielregeln. Neue Spielregeln im Sinne der Presseberichterstattung, neue Spielregeln auch im Sinne des Auftritts vor Ort. Es gibt weitaus mehr Auflagen, es gibt weitaus mehr Abschirmung, es gibt weitaus mehr No-Gos als im Motorradrennsport. Ja, wir mussten im Fahrerlager zig Security akquirieren, um den Kimi Räikkönen in irgendeiner Form durch die Mengen zu bekommen. Und das Auto mussten wir auch verstecken, weil die Leute alles angegriffen haben. Also der ist schon ein richtiger Magnet, der Kimi Räikkönen. Bei dem Duell Kimi gegen Teddy, WRC Rallye-Auto gegen Einzylinder KTM Hard Enduro, ist natürlich auf allen Stammtischen rund um das Erzberg-Rodeo schwer diskutiert worden. Hat das Motorrad eine Chance? Wie wird sich der Rallye-Fahrer auf dem Erzberg schlagen? Und wenn man die Strecke kennt und wenn man die Beschaffenheit des Bodens betritt und wenn man auch Teddy kennt mit seiner Fahrweise, finde ich, war das von Anfang an nicht unbedingt eine gemähte Wiese für das Rallye-Auto. Also ich war davon am Anfang überzeugt, dass also das Motorrad schneller ist. Wie ich aber dann gesehen habe, weil ich überhaupt keine Erfahrung bezüglich des Autos habe, mit welcher Vehemenz dieses kleine Auto auf den geraden Geschwindigkeit aufbaut, war mir klar, dass der Teddy mit seiner KTM wohl wenig Chancen haben wird. Und ich habe schon geglaubt, dass er schneller sein oder zumindest gleich schnell sein könnte. Aber der obere Abschnitt war für das Auto ein riesengroßer Vorteil, wo Geschwindigkeit aufgebaut wird. Und der Teddy ist gefahren, glaube ich, Spitze 168 und das Auto über 190. Dass dann der Kimi Räikkönen mit einem doch also bemerkenswerten Vorsprung gewonnen hat, hat uns vielleicht nicht gerade überrascht, aber es war dann doch ein starkes Statement. Das Ganze war ein sehr lockeres und eigentlich ein sehr, sehr, sehr kollegiales Miteinander. Und also Darbietung, die beiden mit ihren jeweiligen Sportgeräten gezeigt haben, war wirklich beeindruckend. Das war atemberaubend. Karl Kattor ist für mich persönlich einer der positiv verrücktesten Irren, den ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Ich glaube, dass du gerade einmal sein Event wie das Erzberg-Rodeo nur dann über einen so langen Zeitraum so populär gestalten kannst, wenn du wirklich irre bist. Beim Karl definiert sich dieser Wahnsinn oder diese Verrücktheit aber in einer sehr kreativen und in einer sehr positiven Art und Weise. Sehr ehrgeizig. Ideenreich, manchmal viel zu viele Ideen. Stell mir das immer so vor, der Mann wacht immer früh auf und hat 20 Ideen. 18 davon sind irre und verrückt und vielleicht am Ende des Tages absolut nicht durchführbar, aber zwei von diesen 20 Ideen sind so genial und so bahnbrechend und so innovativ und durchführbar, dass sie also wirklich Sachen bewegen, Sachen verändern und auch immer wieder Maßstäbe setzen. Ich glaube, ich bin beim ersten Prolog-Start sogar selber noch mitgefahren und weil da hat den Start ja andere gemacht. Und dann haben wir die Zeitnehmung zu bewältigen gehabt und dann haben wir sich noch mit der Gastronomie beschäftigt, in weiterer Folge natürlich mit der Parkplatzsituation und mit der Siegerehrung, weil es war nichts irgendwo geplant und das hat sich im Laufe der Zeit eigentlich alles eingespielt und die Leute haben einfach funktioniert, wir haben funktioniert. Die Bezeichnung der Eiserne Karl habe ich selber miterlebt bei meinem ersten und einzigen Mal als Teilnehmer. Wir waren im Fahrerlager und auf einmal tritt Karl Kattoch in Erscheinung und hat die Fahrer aufgefordert, zum Startbereich zu kommen und das in einer Art und Weise, die eher an einen Armeegeneral erinnert hat, als an ein freundliches Auffordern.
es war ein sehr harscher Ton. Und ich glaube, uns war allen klar, warum sie ihn damals den Eisernen Karl genannt haben. Jeder spielt dort auf dem Berg seine Rolle. Ich kenne den Karl auch als privater Mensch. Ich sehe, wie er mit seinen Kindern umgeht. Da ist also von Schindler definitiv keine Rolle. Dort hat er eine Veranstaltung zu leiten und möchte die Veranstaltung verkaufen. Die setzt voraus, dass diese Schindereien verlangt werden. Und er bietet die. Ich glaube, das, was uns alle am Erzberg-Rodeo in eine gewisse andere Rolle drängt, ist einfach der permanente Stress während der Veranstaltung. Aber der Karl, ich kenne den Karl nur so, dass er am Erzberg-Rodeo dieselben Maßstäbe oder dieselben Maßstäbe und dieselben Werte anlegt wie in seinem Familien- und Privatleben. Er ist ein ganz toller Familienvater, er hat zwei Zwillinge und liebt seine Kinder irrsinnig und unternimmt auch sehr viel mit seinen Kindern und ja, imponiert mir sehr dabei. Meine Rolle selber war eigentlich immer genauso gut wie die anderen. Also ich bin da nie irgendwo alleinig gewesen, sondern es haben alle irgendwo einen Teil dazu beigetragen. Und daher hat es auch keine Intentionen gegeben, das Erzberg-Rodeo anders zu entwickeln. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass also diese Veranstaltung im Erzberg ohne den Karl funktionieren könnte, weil ich sonst niemanden kenne, der diesen Enthusiasmus mitbringt. Geflogen.